Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Sheltered. Und wir reparieren immer noch die Betten. Das heißt, Johnny kann jetzt dann erstmal duschen gehen. Johnny geht duschen. Klaus geht kacken. So. Ah, diese Namen sind toll. Habe ich mir wieder was Tolles ausgedacht, ne? So, da oben hockt ein Riesenviech in der Falle. Das ist schon mal geil. Fleisch 5. Ja, die beiden sind sehr, sehr müde. Das steigert vielleicht ein bisschen den Stress, aber sollte jetzt im Moment noch nicht so dramatisch sein. Ich schätze mal, die Betten sind jetzt auch gleich fertig. Vater will eigentlich auch duschen. Ja, hör mal auf, da oben rumzublöcken. Ich werde dich schon noch schlachten, keine Angst. So, Klaus. Geht auf jeden Fall pennen. Duschen kann er danach. Oh, schwarzer Regen an der Oberfläche. Da will ich jetzt nicht raus. So, und Johnny geht auch schlafen. Was ist mit Tamara? Tamara Dorsch? Tamara trinkt doch was. Alter, wir haben so viel Wasser. So, Tamara hat keinen Dorsch mehr. So, Tamara, du kannst gleich auch irgendwann wieder schlafen gehen, aber du putzt jetzt leider erstmal. So, du musst aufs Klo, dann geh aufs Klo und danach noch was trinken. Oh, Tamara, Notfallsituation. So, jetzt. Jetzt bitte reinigen. So, Helga. Geht jetzt was trinken. Kann danach duschen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust auf Rattex wieder hier. Wenn die nämlich wieder hier rumlaufen. Ihr wisst, die stehen an der Nahrungsgrenze über uns. Nahrungsgrenze, Nahrungskette. Warum sind die auf einmal alle so müde? So. Helga. Hulala, hulala. Wieso kann ich das nicht bauen? Fehlt mir wirklich ein Metall? Ich habe doch so viel Metall mitgenommen. Wasserspeicher ist schon geil, ne? Na, Generator aufwerten, weiß ich jetzt nicht, ob das was bringt. So, Helga kann auch einfach mal ein bisschen Zement herstellen, solange hier nichts passiert. Ja, Johnny geht's richtig gut. Sie müsste mal keckeln. Dann geh mal auf Toilette, kannst du auch gleich in Ruhe pennen gehen. So, der Vater ist ready. Der will duschen. Dann dusch mal richtig mit Seife. Ich meine, du warst tagelang unterwegs. Dem kleinen Johnny geht's gut. Kleiner Johnny. Fertige uns.
Zement. So, die kleine Tamara. Die will schlafen. Dann gehen wir hier in das reparierte, wunderschöne, frische Bett. So, die Mutti. Helga will auch pennen. Dann geht pennen. Nee, stopp. Erst der Katze was. Füll die Katze. Kannst die Falle leeren. Und danach schlafen. So. Klausi, Pausi, hä? Alles gut bei dir, Klausi. Trink mal einen Schluck Wasser. Und dann reparierst du die Dusche. Ist doch ganz klar. So, Fallstrick geleert. Wunderbar. Nichts vergammelt. Kleine Johnny. Kleine Johnny kann den Kraftstoff reinpumpen. Danach mal einen Schluck Wasser trinken. Fertige uns doch mal. Das hier. Und dann fertige uns doch mal. Was kostet eigentlich eine Aufrüstung von dem Ding? Brauchen wir noch mehr Rohre, mehr Seile, Metall brauche ich eigentlich für einen Ofen. Nee, das ist noch nichts. Das ist noch nichts. So, machen wir doch noch einen geilen Trainingssack, oder? Da können dann die Expeditionisten, können dann da nicht zu verwechseln mit Exhibitionisten. Aber da können dann die Expediteure, können dann dort ja, ne, ihr wisst schon. Okay, was ist da los? Was ist da los? Ey, da war der Elch. Wieso geht er nicht? Komm, Elch. Wir immer noch nicht genug Fleisch haben, genug für den Ofen. Aber vielleicht wollen die ja handeln. Na, wollt ihr handeln? Bitte handelt. Harold. Ja, ihr wollt handeln. Ah, aber sie haben kein Metall. Aber sie haben wieder coolen Kunststoff. Ich will euren Kunststoff haben. Zement brauchen wir nicht. Kann ich im Moment genug machen. Ventile. Würde ich euch auch alle abnehmen, um ehrlich zu sein. Wollt ihr ein bisschen Fleisch? Bisschen Fleisch vielleicht. Noch irgendwas anderes Cooles, was ich gerade nicht brauche. Ledertaschen behalte ich natürlich. Nee, ansonsten vielleicht hier. Was ist das? Ja, er hatte nur leider nicht das, was ich haben will. Aber okay. Und da gibt es wieder einen Eintrag. Ansehen. Ich hatte mich schon gefragt, wer diese Leute all ihre Waren haben. Das ist immer dasselbe. Ey, die Katze. Ne, die kackt mir die Bude voll. Das gibt's ja nicht. So, was ist mit dir, Kind? Essen und duschen. Na, mach das. Nahrung essen. Ja, duschen kannst du noch nicht, weil dein Vater da noch am Basteln ist.
Brauchen wir mehr Kunststoff, mehr Motoren. Ich muss mir vielleicht mal so eine kleine Liste machen von allem, was wir brauchen, weil ich verpasse das sonst, ne? Ich bin dann so auf Nahrung fixiert einfach und Nahrung, 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 ja. Guck mal, was ist denn hier mit dem Johnny? Pass mal auf, Johnny, du kannst mal eben hier, geh mal auf Kacken. Und dann kannst du mir hier das Zimmer weiter ausbauen. Ja, Tamara, die tanzende Fleischwurst. Sie möchte gerne duschen. Aber die Dusche ist nicht bereit, weil dein Vater ist irgendwie nicht so ganz geschickt. Ein leichter Sandsturm. Und irgendwer muss auch bald mal den Filter reparieren. Beziehungsweise beide Filter müssen mal repariert werden langsam. Aber das können wir auch machen, während irgendwer auf Expedition ist. Platz in der Kiste haben wir noch einiges. Trotzdem sollte man schon mal überlegen, ob man nicht langsam noch eine kleine Kiste bauen will. Bevor alles schief geht. Ne, ich meine, so hier hinten in der Ecke hätten wir noch einen Platz frei. Oh nee, warte, Tamara, du kannst dann... Warte, brech das mal ab. Tamara geht dann erstmal duschen. So, Johnny will schlafen. Dann geht Johnny schlafen. Was hat Klaus für ein Problem? Klaus will auch schlafen. Aber du kannst mir erst noch eine Lagerkiste bauen. Und dann schicke ich die auf der nächsten Expedition. Alter, wir haben so viel Water. Das heißt, wir können die ordentlich exhibitionieren lassen. Ich würde sagen, wir schicken dann Helga als nächstes, ne? Du kannst jetzt dann pennen gehen. So. Helga und Tamara geht's doch eigentlich super gut. Dann planen wir doch mal eine Expedition. Mit Helga. Und der kleinen Tamara. So. Alter, was hier alles ist, ne? Mittelgroßes Haus, kleiner Schrottplatz. Eisenwarengeschäft, würde ich sagen. Na, Bank. Jetzt vielleicht nicht. Gehen wir hier, mittelgroßes Haus, kleiner Schrottplatz. Dann gehen wir noch hier runter. Dann hier zurück. Ja. Bestätigen. So, Helga kriegt von mir ein Messer, eine Sauerstoffmaske und eine Ledertasche. Sehr gut. Da kann ja schon gar nichts mehr schief gehen, sagte er. Und dann kam keiner zurück. So. Nehmen wir mal ein paar Verbände mit. Sehr gut. Bestätigen. Tamara, du bekommst... Nein. Du bekommst auch natürlich von mir das hier. Du bekommst ein Rohr. Und noch eine Plastiktüte. Und auf! Jawohl! Wir sind bereit. So, und die beiden können erstmal ratzen. Wenn die fertig sind mit Ratzen. Lalalalalala, Tag 19. Jetzt können wir ein bisschen vorspulen. Oh, warte, Johnny ist wach. So, Johnny, nimm dir mal einen Anzug. Und dann hier reparieren den Luftfilter. Und jetzt auf jeden Fall den Wasserfilter. Ich glaube, nee, mach mal den Wasserfilter zuerst. Weil, okay. Ich habe nämlich auch keinen Bock auf kontaminiertes Kackwasser.
So, wir haben jemanden noch entdeckt. Na klar. Notfalls können wir ihn abstechen. Wir haben jetzt ein Messer. Aber, ach, das Messer ist dann weg, glaube ich, ne? Hey, Jeffrey. Bestätigen. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich töten wollen. Sieht aus, als hätte er hier irgendwas dabei. Vielleicht kann er handeln. Lass uns Vorräte vergleichen. Nur er hat ein bisschen Essen. Und eine Latte. Was will er denn dafür haben? Oh. Nee, nee. Finde ich gar nicht gut. Finde ich gar nicht gut, Jeffrey. Ja. Tut mir leid, du bist doof. Ja, ist immer blöd, ne? Du siehst halt vorher nicht, was sie haben. Aber es bringt halt alles nichts. So, der Wasserfilter wird repariert. Sauerstofffilter. Tja, Daddy Cool. Was machst du jetzt hier, Daddy Cool? Die geht's ja an sich ganz gut. Dann schnapp dir mal einen Anzug. Wolle. Ne, das Metall wollte ich jetzt nicht ausgeben, das spare ich mir erstmal. Dann reparier das mal. Ja. Ich wollte mal eben schauen, was man denn eigentlich jetzt noch so für Kram braucht, beziehungsweise um halt ein bisschen aufzurüsten. Ne, das kann ich eh nicht aufrüsten. Die Werkbank würde ich gerne aufrüsten. Dafür brauchen wir Rohre und Seile mehr. Rohre, Seile, Metall. Rohre, Seile, Metall, Wasserfilter, wenn ich den aufrüsten will. Aber wofür habe ich eigentlich den ganzen Kunststoff vorhin mitgenommen? Wolle, ach, wir brauchen alles. Wir brauchen alles. Was ist eigentlich für eine Frage? Was brauchen wir noch? Wir brauchen alles. Aber im Moment habe ich auch keinen großen Fokus irgendwie auf irgendwas. Außer auf den Ofen. Ich will den Ofen haben, damit das Essen länger hält. Und das ist dann schon mal geil. Und dann würde ich sagen, Upgrades. Upgrades sind auch geil. Was ist denn hier zum Aufrüsten noch? Schutzschalter, aber halt auch Metall. Und das Ding aufrüsten. Haltbarkeit. Boah. Transistoren. Aha. Das könnte ich machen. Ah. Das machen wir auch. Das machst du gleich mal, Klaus, ne? Und dann kannst du auch wieder auffüllen bald. Funkspruch annehmen. Eisenwarengeschäft. Ja. Wenn doch jemand den Kontakt will, dann müssen wir ihm den Kontakt geben. Großartig. Noch ein Überlebende. Löse mich von einer schönen neuen Welt. Okay, bestätigen. Okay, dann sage ich nur kurz Hallo. Tja, was bleibt mir denn schon übrig? Da kann ich mich ja auch anschließen. Das herumsitzen oder rumsitzen auf den Tod warten. Michelle ist stark. Wollen wir jetzt schon rekrutieren? Nee, erst wenn wir einen Ofen haben, glaube ich. Tut mir leid. Du wirst sterben. Ich wusste es. Ich wusste, dass du einen Rückzieher machst. Du bist genau wie all die anderen in diesem gottverlassenen Hölle. Ja, ja, schimpf nur. Warum lässt du deinen Frust nicht einfach in den YouTube-Kommentaren raus? Ja, bitte. Eisenwaren. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Ratsche. Farbdose. Das ist toll. Ja, guck mal, bevor wir jetzt Kalk und Dings mitnehmen, nehme ich den Sack Zement mit, nehme das Rohr mit, Kabel, Holz, Schleifmaschine, Reparatur und Fertigung. Aber das sind so Dinger, die gehen dann kaputt nach einmal im Gebrauch, oder? Eisen. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mal die Ratsche und die Schleifmaschine mit. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es sich so entwickelt. Funkspruch annehmen. Ja. Bitte umsehen, Tamara. So, die beiden, guck mal. Die arbeiten ganz schön schnell.
So, ja, ja, ja. Oh, das ist auf jeden Fall gut. Scharniere sind super gut. Wolle ist gut. Das ist ein guter Stab, den nehmen wir mit. Klebeband ist gut. Gummi ist gut. Können wir nämlich selber dann noch ein paar Gasmasken bauen. Genauigkeit 0%. Ich weiß nicht, ob wir Steine haben wollen. Eigentlich nicht. Bestätigen. Ja. Erstmal nur, was wir brauchen. Katze meckert. Aber Johnny ist fertig. Johnny kann den Anzug zurücklegen und kann kurz die Katze mal was geben. Da ist ein Funkspruch am Start. Ein mittelgroßes Haus. Ja, bitte. Nur Daddy. Ja, hat den Anzug noch an. Ja. Auf jeden Fall. Das ist Kalk. Eine Glühbirne, eine Batterie. Holz brauchen wir. Klebeband auch. Schalter brauchen wir auch. Kaffeebohnen. Ich habe keine Kaffeemaschine. Die Dinger brauchen wir eigentlich auch. Aber ich... Boah, die haben noch keine Nahrung gefunden, die Mädels, hä? Gefällt mir gar nicht so gut. Johnny, kümmere dich mal und reinige den Schutzraum. Ja. Sie immer fragen. Ja. So, Nahrung muss natürlich mit. Kunststoff muss mit. Holz muss mit. So, Zement nehmen wir mit. Leder können wir erstmal selber gut produzieren. Buch, wir haben kein Regal. Aber wir haben auch noch keine... Die sind auch alle noch nicht so gestresst oder kaputt. Das heißt, es ist alles gut. Schrottplatz, ja. Okay, Freunde, aber wie es in der Expedition weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, der wunderschöne Shelter im Sheltertal wird geschältert. Wir haben auch weiße Farbe mitgebracht. Vielleicht können wir dann mal hier schöne Wand weiß waschen. Voll racist. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao!